Sehr schön. Hallihallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich stelle euch gerne Benjamin Gorka vor. Hallo Benjamin. Hallo. Und ich freue mich total, dass ich mit ihm trainieren darf, beziehungsweise mit ihm Pilates-Übungen machen darf. Und im Vorfeld nur zu erklären, wir haben schon ein bisschen geübt. Und ich war so begeistert, dass er das so klasse gemacht hat. Und deshalb bin ich froh, dass wir noch auf die Matte gehen können. Deshalb kleines Equipment heute nur und ich habe auch schon zu Benjamin gesagt, am liebsten hätte ich ihn nochmal auf das Pilates-Gerät gesetzt, weil das war so genial und ihm auch nochmal vorgeschlagen, das machen wir, wiederholen wir nochmal auf jeden Fall. Sehr gerne. Und deshalb auch mit euch einfach ein paar Pilates-Übungen, die man mit im Fußball vielleicht integrieren kann. Einige Übungen kennt ihr auch vom Fitnessbereich her, also deshalb ist es nichts Unbekanntes. Es geht nochmal darum, nochmal die Achtsamkeit ein bisschen aktiver auf die Rumpfmuskulatur zu setzen und sich auch mal zu fragen, wenn ich beim Crunch vielleicht nicht so richtig hochkomme, vielleicht nochmal so einen kleinen Ansatz nochmal anders zu bewegen und die Atmung zu integrieren, die Konzentration und ja, auch genauso die Alignments, wie man so schön sagt beim Pilates und deshalb auch beim Fußball ist auch noch nicht quasi die Aufstellung sozusagen, ne? Ja. Die Fußballmannschaft. So ungefähr, ja. Genau, und deshalb finde ich das auch ganz gut, wenn wir dann die Aufstellung jetzt ein bisschen machen und deshalb stelle ich gerne mal, warte mal, ich habe hier so einen Ball, den kannst du dir gerne mal sanft so zwischen die Fußgelenke bringen, deshalb stellen wir uns jetzt mal quasi in unsere Position mal auf. Braucht ihr gar nicht viel Equipment. Zu Hause, wenn ihr einen Fußball habt, ihr seht schon unsere zwei Bälle vorne, die werden verlost. Die wollen wir natürlich jetzt nicht benutzen oder auch nicht strapazieren. Deshalb sind die als Dekoration hier und wir benutzen unsere blauen Bälle dazu. Das heißt, wir drücken mal die Bälle ganz sanft zusammen. Lasst gerne mal die Augen geschlossen. So, jetzt muss man sich vorstellen, wir sind quasi in der Umkleide, Benjamin. Und wir hören schon die Menge draußen toben, die Aufregung steigt. Und wir lassen jetzt mal ganz bewusst, dass wir das Atmen fließen. Sehr gut. Ruhig so ein Gedankenwissen auch atmen. Tief ein, tief ausatmen, spüren, wie du stehst. Probier mal den Ball ein bisschen zusammenzudrücken, dann merkst du auch, okay, wie fühlt sich das an, was verändert sich. Und ich finde es immer wahnsinnig klasse, wenn man dann spürt, wenn man mal auf einem Bein vielleicht ein bisschen mehr Druck aufgebaut hat, wie man auf das andere Bein auch sich ein bisschen ausgleicht. Und dann wackelt man vielleicht auch nicht mehr ganz so extrem. Sehr schön. Lass ruhig dieses Atmen durch die Nase ein und beim Ausatmen gerne so ein gedankliches H aussprechen wollen. Nimm mal ruhig die Hände rechts und links seitig an die Rippenbögen. Oh. Tief einatmen, ausatmen, spür, wie die Rippenbögen sich schließen. Schieb gerne mit den Händen so sanft die Rippenbögen zusammen. Ausatmen durch den Mund. So die Vorbereitung, das gleich gehe ich auf das Spielfeld raus. Gern beim Einatmen gefühlt die Wirbelsäule nochmal wachsen. Man kann sich ganz gut merken, beim Einatmen ist so die Vorbereitung, das Ausatmen ist quasi in die Bewegung. Da lasse ich den Kopf mal so ein bisschen sinken und ich probiere mal so Stück für Stück, Wirbel für Wirbel abzurollen. Und es geht gar nicht darum, dass ich mit den Händen den Boden berühre, sondern ich spüre einfach mal, wie weit kann ich mich abrollen. Lass gerne die Arme auch mal sinken und probiere mal zu spüren, wie fest kannst du den Ball noch drücken. Genau. Wenn du merkst, oh, das passt jetzt, das fühlt sich noch gut an, nur so viel Kraft einsetzen, wie es nötig ist, kein Zwang. Dann atmest du mal ein hier und atmest aus, drückst den Ball zusammen, lässt dich mal solche schön langsam wieder aufrollen. Genau. Wenn wir einatmen, schieben wir den Kopf quasi wieder nach oben. Super, beim Ausatmen gerne wieder abrollen. Lass die Augen gerne geschlossen, wenn du möchtest, weil das ist klasse, weil dann kann man sich wunderbar auf sich konzentrieren. Und ich finde es immer wieder klasse, wenn man den Ball zusammendrückt beim Abrollen. Du kannst dich nochmal viel, viel besser spüren und nochmal viel mehr Intensität aus dir selbst rausholen. Wenn du einatmest, hältst du hier unten kurz. Und wenn du ausatmest, dann lässt du wieder das Aufrollen geschehen. Wenn man zwischendrin mal atmen muss, ist auch nicht schlimm. Das ist so eine Übungssache. Das wiederholen wir gerne noch so zweimal. Tief ein, ausatmen, abrollen. Schön langsam.
Genau. Den Bauchnabel können wir nochmal probieren, beim Einatmen hier unten stärker einzuziehen. So kriegen wir noch ein bisschen mehr Länge im Rücken. Und ausatmen, wieder aufrollen. Die Füße drücken noch fester an. Super, gleich nochmal. Kopf nach oben ein. Ausatmen, schön sanft eintauchen lassen. Super. Du merkst auch vielleicht, ich bin ja mir nicht, weiß nicht, wie es bei dir geht, aber ich merke, mit jedem Mal komme ich ein bisschen tiefer. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir wird es auch besser. Gut, dann machen wir ruhig nochmal eine Runde. Einatmen hier unten, richtig schön den Bauchnabel einziehen. Es wird wirklich besser von Mal zu Mal, also deshalb lasst euch ein bisschen Zeit. Je geübter man ist und die Prinzipien vom Kopf her verinnerlicht hat, desto leichter fällt es. Ja, am Anfang denkt man sich auch so, oh, wie soll ich den Kopf nach oben schieben? Ausatmen, abrollen. Da hat man echt einiges zu tun. Ja, es geht gar nicht um Schnelligkeit. Hier ist wirklich so ein bisschen mehr die Qualität gefragt. Genau, und mal spüren, wo ist meine Grenze heute? Und wenn ich einatme, nochmal den Bauchnabel mehr einziehen. Kniescheibe auch mal hochziehen. Dann merkst du auch nochmal so Kleinigkeiten, die du noch verbessern kannst an dir. Gut. So, jetzt probieren wir mal die Fußgelenke mit einzubeziehen. Dann immer die Arme nach vorne hoch. So. Ganz locker. Bisschen höher. Super. Jetzt probieren wir mal die Fußballen stand zu halten. Okay. Einmal mal gucken. Es geht gar nicht darum, wie hoch. So, erstmal schauen. Super, drück mal den Ball ein bisschen mehr zusammen. Schön, du streckst dich nochmal. So maximal, wie so ein Torhüter. Genau, mal richtig lang ziehen. Lass die Fersen sinken und probier mal die Länge zu lassen. Wenn du abrollst, jetzt ausatmen. Und tauch mal so richtig schön im großen Bogen über einen großen Ball ein. Sehr gut. Gerne die Arme mal nach hinten, nach oben ziehen. Atme ruhig ein. Da kann man den Kopf so leicht auf die Stirn gucken lassen. Ausatmen, lass die Arme gerne über die A-Seite sinken. Und dann rollst du dich so richtig schön langsam wieder auf, so wie wir es gerade gemacht haben. Super, jetzt nehmen wir die Arme nochmal hoch. Fußballenstand, probier nochmal hier. Sehr gut, maximale Länge. Wenn es wackelt, ist gut, der Körper reagiert. Lass ausatmen, die Fersen sinken, tauch nochmal ab. Schön langsam, genussvoll. Gerne die Arme nach hinten, nach oben bringen. Blick ruhig mal nach vorne, ein bisschen auf die Stirn so tun, als ob du den Rücken streckst. Super, ausatmen, sinken lassen. Und wir rollen uns wieder langsam auf. Klasse. Und letzte Runde. Ah, es tut gut schon. Wird immer besser. Also von daher, lasst euch ein bisschen Zeit, Fußballen. Schön, Fersen sinken lassen, abrollen. Bauchnabel bleibt eingezogen. Tief durchatmen. Arme nach hinten, nach oben ziehen. Ruhig den Blick nach vorne ein bisschen nehmen. Arme über die Seite bringen. So, jetzt lass mal den Ball mal, nehme raus. Den legst du dir am besten nur auf die Mattenseite und rollst dich mal ohne Ball auf. Aber so tun, als ob der Ball noch zwischen den Füßen wäre. Genau, probieren wir das mal ohne Ball. Zwei Runden. Fußballenstand. Genau, gefühlt den Ball so ein bisschen zwischen den Fußgelenken halten wollen. Fersen sinken lassen, abtauchen, runterziehen. Genau, klasse. Schön tief, schau mal nach vorne, nach oben. Zieh die Arme gerne nach hinten. Atme aus, lass die Arme ruhig über die Seite sinken. Abrollen. So, und die Schulter mal hoch und richtig schön runter. Letzte Runde. Jetzt probier mal sanft den Fußballenstand. Sehr gut. Abrollen, wieder tauch, die Fersen ein in den Boden, runterkommen, Wirbel für Wirbel. Wie fühlt sich's an? Arme nach hinten, nach oben hoch, Blick nach vorne. Ausatmen, wieder zurückrollen und zurück. Sehr gut. Und manchmal lösen sich so ein paar Sachen, du merkst es, ne? Bei mir ist sehr viel, ja. Super. Mit jeder Bewegung, so Stück für Stück, man macht auch gar nicht so extrem viele Wiederholungen. Man macht eigentlich so 8 Wiederholungen und dann vielleicht eine andere Übung. Man kann natürlich Blöcke wiederholen, aber man probiert so die Konzentration auf eine Übung zu lassen. 8 bis 10 Wiederholungen, da hat man genug Power, das gut zu benutzen und dann auch wieder weiterzugehen. Also deshalb dann lieber mal
den Körper wieder anders fordern. Aber man merkt auch, dass es für einen Ungeübten wie für mich ist zum Beispiel relativ schnell, dass man reinkommt, dass man, wenn man auf seinen Körper hört, und das wird besser von Mal zu Mal. Und das muss ich aber sagen, das ist bei dir total klasse gewesen, auch von Anfang an, auch als wir an einem Pilates-Gerät gearbeitet haben. Da war ich so fasziniert, ich meinte so, wow. Und ich sagte das und das und es funktionierte und ich war so, das war Happiness für mich. Schön. Das freut mich. Ja, das hat total Spaß gemacht, deshalb war ich da so, oh, richtig happy. Jetzt machen wir quasi das Abroll nochmal. Ja. Wir gehen eigentlich in eine Übung, die ihr als Plank kennt. Und wir benutzen aber nochmal den Ball als kleine Hilfe für den Kopf dazwischen. Und zwar legst du mal den Ball hier so dir zwischen die Knie, so knapp oberhalb ein. Und das ist das Gute daran, wenn ihr beim Fußball seid, einfach mal so ein bisschen den Fußball zwischen die Füße, zwischen die Knie einbringen und einfach nochmal so Kleinigkeiten zu verändern. Und wenn du jetzt so ein bisschen die Füße fester andrückst, die Oberschenkel gefühlt nach außen rotierst, dann merkst du auch, ah, du stehst schon mal ganz anders. Und deshalb ist es super, wenn man das so mal ein bisschen verinnerlicht. Die Arme gerne nochmal hochziehen. Genau, jetzt mal ganz locker wieder auf den Fußballenstand. Schön die maximale Länge haben. Ausatmen, Fersen sinken lassen. Dann tauchst du hier schön ganz bewusst ein. Jetzt lassen wir die Hände am Boden kommen. Jederzeit die Knie beugen, wenn es sein muss. Und wir lassen die Hände nach vorne laufen in den Stütz. So. Jetzt sind wir im Stütz. Und hier probieren wir nochmal den Bauchnabel nach innen zu ziehen. Strecken richtig schön die Arme. Und gut ist, wenn die Ellenbogen sich so ein bisschen nach innen drehen, dass die Ellenbogenbeuge nach vorne zeigt. Genau. Und beim Pilates kann man mal die Finger schließen. Alle vier Finger zu. Der Daumen kann ruhig ein bisschen abgespreizt sein. Dann merkt man nämlich, wenn du den kleinen Finger andrückst, da kommt noch ein bisschen mehr Power. Mhm. Genau. Und der kleine Finger, der ist echt klasse. Pinky Finger. Super, der ist klasse. Oh. Und einfach nur mal halten. Und jetzt laufen wir mit den Händen gerade Richtung Füße zurück. 4, 3, 2, 1. Und roll dich auch gerne wieder auf, so wie wir es gerade geübt haben. Sehr schön. Jetzt gehen wir mal ganz leicht in die Knie ein bisschen. So, nimm die Arme gerne nach vorne. Sehr schön. Und richte dich mal ganz langsam auf die Fußballen auf. Jetzt probierst du dich von hier aus mal hoch zu drücken. Super. Das macht nichts. Es ist genau richtig, dass wir das nochmal ein bisschen spüren. Die Balance, Fersen sinken lassen und auch wieder eintauchen. Schön langsam runter. Lauf wieder nach vorne. 2, 3, 4. Gut. So. Jetzt haben wir die Arme gut kontrolliert. Jetzt probieren wir mal die Schultern zu kontrollieren. Kleiner Finger drückt ran. Jetzt drücken wir nochmal den Ballbissen zusammen. So gut es geht. Genau, die Fersen schieben so ein bisschen nach hinten. Und push mal mit den Fersen so ein bisschen nach hinten. Rück. Rück. Genau, super. So, als ob da eine Wand wäre, ne? Noch mehr nach hinten die Fersen, noch mehr. Super. Und der kleine Finger drückt richtig schön fest ran. Tap, tap. Achtung, wir lassen hier maximal die Fersen nach hinten gedrückt und laufen nur mit den Händen Richtung Füße. Zwei, bis wir in der Vorbeuge sind. Und dann geht es gerade wieder nach vorne. Und wieder. 4, 3, 2, 1. So, und jetzt pushen wir nach hinten. Und jetzt probieren wir mal mit dem Fuß nach hinten wegzuwischen. Wenn ich nach hinten pushe, wische ich mal mit dem rechten Fuß so ein bisschen weg, rechts, und wechsle mal links, links, und wechsle rechts, und links, und rechts. Und das ist super Training für die Stabilität, das merkst du auch, weil A, du drückst richtig schön mit den Händen gegen den Boden, und ich glaube, das ist für dich ganz gut und wichtig. Ich meine, du hast zwar keinen Handkontakt zu deinen Gegnern meistens, hoffe ich doch. Ansonsten gibt es leider Karten in verschiedenen Farben. Bleiben. Und dann lässt die wieder nach hinten. Genau, aber das ist zum Beispiel eine kleine Übung. Tief durchatmen ruhig mal. Und wieder nach vorne laufen. 4, 3, 2. Wiederholen wir gerade nochmal. So, jetzt halten wir ein bisschen länger den rechten Fuß mal hinten hoch. Und jetzt wippst du nochmal so. 3, 2, 1. Fußwechsel. 3, 2, 1. Fußwechsel. 3, 2, 1. Fußwechsel. Dabei den Ball schön zusammendrücken. 3, 2, 1. Jetzt haben wir erst 4, ne? 4. Jetzt
Sag mal, 5 bis 8 machen wir. Oh Gott. Gut, komm, noch 2. Ich hab noch eine Runde. Auf geht's, komm. Gute Nachricht. Hände laufen zurück. 4, 3, 2. Noch bessere Nachricht. Den Ball mal rausnehmen. Gerade auf die Seite tun. Roll dich mal langsam hoch. Ich dachte, vielleicht ist ein bisschen ausruhen. Du meinst Wolken zählen, deswegen atmen. Hab ich zugesagt. Aber deshalb bin ich so begeistert von dir, weil du lässt dich so gut führen. Das macht richtig Spaß. Und du nimmst vor allem auch so die Korrekturen so gut auf. Das ist, ja, das ist einfach eine Freude. Deshalb genieße ich das jetzt gerade. Du machst es sehr gut, sehr schön. Wir machen das nochmal eine Runde über den Vierfüßlerstand, also quasi den Stütz, und gehen nochmal weiter. Gebe nochmal ruhig in die Knie. So ein bisschen, nimm die Arme ruhig nach vorne hoch. So, jetzt stell dir vor, du drückst die Arme runter, als ob da Gewichte wären. Genau. Bauch fest anspannen schon mal. Jetzt drückst du mal die Fußballen an, hebst ein bisschen die Fersen an, probierst nochmal sich langsam zu strecken. Sehr gut, klappt schon viel, viel besser. Prima. Ferse runter, abtauchen, ganz gemütlich. Das haben wir ja schon geübt. Da sind jetzt die Beinrückseiten auch flexibler geworden. Laufen wir wieder vor. 3, 4. Du kämpfst den Stütz. So, jetzt gute Nachricht. Ellenbogen zu dir. Knie beugen. Jetzt beugen wir so ein bisschen die Arme ganz langsam. Wir wollen nicht ganz bitte im Oberkörper tief gehen. So, wenn du spürst, dass die Oberarme den Rippenbereich antuschieren, dann drücken wir uns wieder hoch. Oh, schon viel zu viel. Wir sind ein bisschen weniger. So wenig. Okay, freut mich. Nur so viel Kraft, wie es nötig ist, okay? Kleiner Finger, drückt an, pinke Finger dran und stoppt das lang schon. Genau, und wieder hoch. Super. Oh, wieder tief. Und du probierst nochmal die Kraft schön aus dem Bauch zu holen. Also die meisten denken immer, das ist so die Arme, aber wir wollen eigentlich fast 90% Bauch, 10% Arme. Nur die 10% Arme, genau. Noch einmal. So, und jetzt machen wir eine Pause. Wir schieben uns nach hinten in den Fersensitz. Boah, schön lang. Du kannst die Füße auch flach machen, wenn du willst. Das überlasse ich dir. Sehr gut. Tief durchatmen. Jetzt ganz langsam. Wir haben mit dem Schwersten angefangen. Ne? Ich habe mir gedacht, so, solange die Konzentration und die Kraft da ist, machen wir das Schwerste zuerst. Sehr gut. Prima. Diese Trizeps-Geschichte, die ist halt schon anstrengend. Deshalb braucht man ein bisschen Power. Stellen wir die Füße wieder hinten auf. So, und bevor wir jetzt quasi die Knie heben, drückst du nochmal die Hände an. Probier mal hier ruhig die Einatmung aufzubauen. Bauchnabel nach innen und so leicht die Knie mit der Ausatmung heben wollen. Schön. Super. Oh, und dann bleiben wir nochmal. Und wipp mal so ein bisschen auf und ab. So, jetzt teste mal, dass du wenig Druck auf deine Hände bringst. So wenig Druck, wie es geht. Wie gesagt, nur so viel Kraft, wie es nötig ist. 90% Bauch. 90% Bauch. Schön den Bauch eingezogen lassen. Tief 4, 3, 2. Jetzt setzen wir nur die Knie ab. So, und jetzt ganz langsam wieder die Arme anwinkeln. Probieren wir mal. Tief, tief, tief. Und eins nach oben drücken. Gut, und schön langsam. Ellenbogen zeigen zu dir. Und nochmal, wir brauchen noch gar nicht so extrem runtergehen. Wenn die Schultern ungefähr auf der Ellenbogenhöhe sind, dann sind wir schon fast zu weit. Letztes Mal, jetzt wird es richtig schön warm, das merkt man. Und hoch, Entspannung. Schieb nach hinten, Po nach hinten. Füße gerne flach legen. Genießen. So, jetzt machen wir mal eine Pause hier. In der Bar. Wir haben halt mal die Handgelenke, ne? Und die Unterarme, trotz allem. Langsam zurückkommen. Vorsichtig zurückgehen. Ja, die Stabilität in den Armen, ne? Ich denke mal allgemein für den Körper, die ist ja für dich wichtig, so im Zweikampf, wie man so schön sagt bei euch, ne? In der Abwehr. Mann gegen Mann. Das, oder? Ist richtig, ja. Das ist richtig. Stabilität ist immer ein großes Thema gewesen im Fußball.
haben auch immer viele Kraftübungen, Stabilisationsübungen gemacht, hatten da immer so einen Kraftzirkel jeden Dienstagmorgen. Haben wir uns alle immer morgens schon drauf gefreut. Ja. Um 21:30, um 20:30 wahrscheinlich. Das erste zum Reinkommen. Ah, wie schön. Ja, haben wir uns immer alle tierisch drauf gefreut. Der Trainer hat immer fleißig mitgemacht. Ja, mit Sicherheit. Nee, tatsächlich. Er hat wirklich mitgemacht. Ja, also nicht nur auf der Bank gesessen. Nee. Okay. Und das war auch so ein bisschen Ansporn von uns. Okay. Oder für uns, dass wir gesehen haben, okay, ein Trainer, der schon ein bisschen älter ist als wir, dass er das trotzdem alles so durchhält. Du meinst mein Alter ungefähr, ne? Ich will mich nicht weiter äußern. Aber das war dann für uns dann auch nochmal so ein Motivationsschub, dass wir gesehen haben, denk okay, der Trainer macht auch mit. Es geht noch was. Das müssen wir auch können. Super, finde ich cool. Und da machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schnitt. Wir nehmen uns den Ball mal. Und zwar, das Gute ist, mit so einem Ball kann man auch wunderbar die Bauchmuskeln in die gegenläufige Bewegung kontrollieren. Das heißt, statt immer so einen Crunch zu machen, probieren wir mal den Oberkörper schön in ein Brett, sag ich mal, nach hinten zu lehnen. Und da kannst du dir jetzt den Ball mal so in die Richtung deines Kreuzbeines legen. Und falls ihr einen Fußball nehmt, lasst den so ein bisschen die Luft raus. Nehmt mal so die alten Bälle, die nicht so extrem gut sind. Ne? Weil da kann man sich so ein bisschen dagegen lehnen. Und du merkst, okay, der hält so ein bisschen dagegen. Und wenn du jetzt den Bauchnabel dann einziehst, schön. Die Füße so gucken, dass sie nicht krampfen. Also du kannst zwar die Fersen aufsetzen oder die Fußsohle flach. Das ist wichtig, dass du jetzt in den Hüften kein Problem hast. Mhm. Genau. Einfach mal spüren. Jetzt probierst du quasi den Bauchnabel gegen den Ball zu drücken. Genau, nehmen wir die Hände Richtung Schultern. Jetzt probieren wir mal so ein bisschen gefühlter das Ausatmen, ohne dass wir mit dem ganzen Körper zusammensacken, wie so ein Sack. Sondern wir drücken nochmal den Oberkörper leicht gegen den Ball an. Genau. Und das wäre zum Beispiel auch schön, so im Zirkel mit den Jungs zusammen, ne? Ja, da würden sich alle freuen. Die würden sich alle freuen, könnten was vom Wochenende erzählen. Bitte nur 8 Sekunden was erzählen, der Nächste. Gut. Oh, ich sehe schon, es wirkt. Super. Wichtig ist, dass das Atmen fließt. Und atme nochmal tief ein und aus, dann rollst du mir mal langsam auf. Nimm ruhig die Hände auch nach vorne. Rutsch ruhig mit den Händen ein bisschen über die Schienbeine. Sehr gut. Dann nochmal sanft aufrichten. Wenn du merkst, dass dein Nacken so müde wird, das ist passiert ganz normal am Anfang, ruhig mal den Kopf ein bisschen zum Kinn, zum Brustbein. Nimm mal eine Faust zwischen dein Kinn und dein Brustbein. So, dann lassen wir uns mal wieder so langsam nach hinten, wie so ein Brett sinken. Dann merkt man, okay, ich mache ein bisschen weniger aus dem Kopf. Lass mal die Hand am Bauch, genau. Und das Gefühl haben, dass deine Hand Richtung Ball sich bewegen will. Super. Lass mal die Arme nach vorne, rechts und links. Die Finger und die Arme, die wollen sich lang machen, die wollen richtig lang werden. Und dann halten wir einfach das Atmen. Einfach nur halten. Ruhig noch 2 Atemzüge. Noch einmal tief ein. Ausatmen. Komm langsam hoch. Super, dann nehmen wir uns den Ball mal raus. Und lassen den Ball in der rechten Hand. Jetzt nehmen wir die Position ein und lassen mal die rechte Hand auf dem Ball. Also du gehst nur so weit nach hinten, dass du dich quasi hier außen halten kannst aus dem Bauch. Abstand bland, Faust, Bauchnabel einziehen, lehn dich so ein bisschen zurück, lauf mit der Hand ein bisschen nach und spür mal den Punkt, wo du mit den Bauchmuskeln halten kannst und du drückst mal mit der rechten Hand sanft in den Ball. Ah, so. Jetzt merkt man nämlich noch ein bisschen mehr Bauch. Wir atmen nochmal tief ein, tief aus und rollen uns mal langsam auf. Sehr schön, Übergabe gerne in die andere Seite. Das ist auch nochmal so ein schöner Test, dass man merkt, wie viel Kraft man noch aus dem ganzen Rumpf noch nehmen kann. Na, wo man merkt, oh ja, es sind nicht nur diese kleinen, wie hast du so schön gesagt, Schwimmbadmuskeln. Die Schwimmbadmuskeln, ne? Ja. Die Schwimmbadmuskeln. Ja, bei den Damen heißt es Bikini-Figur. Bei den Herren Schwimmbadmuskeln. Super. Zum Glück nicht andersrum. Nicht. Aber lass uns nochmal tief ein, ausatmen, lehn dich mal so schön sanft zurück, abrollen, bis zu dem Punkt, wo du merkst, du kannst mit der Kraft halten. Und jetzt drückst du mal die linke Hand ab. Sehr gut. Wenn du das Gefühl hast, dass die Fersen so ein bisschen schieben können, dann ist es ein gutes Gefühl, weil dann merkst du auch im Hüftbeuger nicht so extrem. Wir wollen wirklich die Bauchmuskeln
Tief ein, tief ausatmen. Noch einmal tief ein, ausatmen, zurück und lösen. So, jetzt lassen wir den Ball mal zwischen den Oberschenkeln knien. Hast du eigentlich auch so, oder habt ihr eigentlich so in der Mannschaft so Präventionssport gemacht, sag ich mal, außer Kraftzirkel, oder wurde da gar nicht so, ich meine, klar, spielerisch, Taktik und das wird alles gemacht so im Profisport, aber... Natürlich gab es da gewisse Übungen, aber letztendlich war es dann immer typabhängig, weil jeder seine eigenen Bewegungen hatte, jeder hat seine Probleme schon woanders gehabt. Okay. Und dann ist man eher dann doch individuell oder mit einem Personal Trainer dann nochmal drauf eingegangen und hat so versucht vorzubeugen. Was hast du für dich gemacht dann? Ich war viel im Kraftraum gewesen, habe dann viel auch da Stabilisationsübungen gemacht, aber auch noch viel versucht, ein bisschen Muskelmasse zuzulegen, weil aufgrund meiner Größe war das damals ein bisschen... Also ich meine, du bist schon groß. Ich wollte nicht zu schmächtig sein. Ich habe dir schon gesagt, also wenn du durch die Tür gekommen bist, habe ich schon Angst gehabt, das Licht geht aus. Ja? Also von daher. Das sind jetzt aber weniger Muskeln, das ist mehr. Also ich glaube, die Größe und die Schultern sind auch gleich. Okay, alles klar. Und wenn ich mir dann so jemanden vorstelle im Spiel, der kommt auf mich zu, da muss ich dann richtig dagegen halten. Also schon Power. Das stimmt, aber es gab auch unangenehme Gegenspieler. Beispiel auch in den Trainingsspielen habe ich es immer gemerkt. Mein Freund Toni Seiler, total unangenehmer Gegenspieler war. Der Toni? Ja, ja. Der liebe Toni, der also ich habe, ich habe lieber Gegenspieler, die so groß sind wie ich. Dann weiß ich, okay, ich habe ungefähr den gleichen Bewegungsablauf. Ja, man hat Verstehe. Dann die gleiche Statur. Und beim Toni war es so, der war ständig unterwegs. Der war nur am Laufen. Das war total nervig. Da habe ich dann probiert, ihn immer von den Beinen zu holen, dass er da auch mal ein bisschen Ruhe gibt. Aber... Deswegen, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Finde ich aber cool. Es ist eigentlich genau das, was ich auch gemeint habe. Das würde ich ja genauso machen mit meiner Statur, dass ich dann in Bewegung bleiben würde und dich so ein bisschen, sag ich mal, anders, ich will nicht sagen reizen, aber aus dem Konzept bringen in dem Sinne. Ne? So in der Richtung. Okay, wir drücken mal zusammen. Jetzt lassen wir uns wieder langsam zurückrollen. Quasi wieder zu dem Punkt, ne? Wo wir halten können. Du kannst die Füße mal ruhig so aufstellen, bist du ein bisschen leichter am Anfang. So, jetzt pumpen wir mit den Armen mal so ganz leicht auf und ab. Und jetzt kennst du das Gefühl mit den Armen und dem Ball. Und du probierst dir vorzustellen, du hast rechts und links quasi zurecht die Bälle. Und die würdest du zusammendrücken. Genau. Das machen wir als kleine Vorübung. Atme mal kurz ein. Atme nochmal aus und komm nochmal langsam raus. So, und es nennt sich jetzt 100. Das heißt, wir probieren mit 5 Armschlägen so einzuatmen und mit 5 Armschlägen auszuatmen. Mhm. Wenn es zwischendrin nicht gleich so ganz klappt, alles gut. Ne? Gut, okay. Wir probieren es. Wir gehen durch. Und nicht wundern, wenn die Backen richtig warm werden. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Gut. Okay. Dann bin ich beruhigt. Wir richten Dann uns geht's mir auf. Noch gut. Wir atmen uns ein, also wir bauen uns auf, ne? Und wir sehen unseren Gegner kommen. Ausatmen zurück. Sehr schön. So, lehnen uns zurück. Liegestuhlposition. Arme lang. Dann probieren wir mit der Einatmung so leichtes ein. Mach ruhig deinen Atemrhythmus aus. Lass den Ausatmen so schön fließen. Es gibt einige, die pumpen gerne so auch dann aktiv durch die Nase. Ich sage immer gerne, atme so, dass es flussmäßig ist. Meinen Bauchnabel schön einziehen. Genau, weil am Anfang hat man genug zu tun, sich erstmal in der Position zu halten, das sauber zu machen. Deshalb bin ich ganz froh mit dem Ball immer dann auch. Genau, den kann man auch mal probieren, ein bisschen mehr zusammenzudrücken. Und das Gute ist, ne, du hast schon fast vergessen, wo wir jetzt sind, ne? Nee, habe ich nicht. Nee, hast du mitgezählt? Echt? Wo sind wir? Wir sind durch. Wir sind durch, findest ja. du? Ja. Okay, noch einmal zur Sicherheit. Einmal tief ein, ausatmen und kurz einatmen, ausatmen. Wir legen uns auf den Rücken ab. Oh, Gott sei Dank, glaube ich jetzt, ne? Sehr schön. Beine anziehen. Wir sind durch. Kugel dich gerne mal so ein bisschen rechts und links. So, der Ball kann jetzt gerne mal weggenommen werden. Schön. Was klasse ist auch, du legst mal den Po, dein Becken auf den Ball. Also heb mal den Po an und dann rutschst du mit dem Ball Richtung Kreuzbein. Also bitte nicht in die Lendenwirbelsäule. Richtung Kreuzbein, Becken. So, und jetzt legen wir mal so richtig bequem unser Becken auf. Es fühlt sich schon mal relaxed an. Arme seitlich halten und du probierst auch hier Druck auf die Arme auszuüben. Stell dir vor, hinter dir wäre ein Gegner und den müsstest du die ganze Zeit wegdrücken.
korrigieren. Der Toni. Ist der Toni. Der Toni ist wieder um dich herum gewuselt. Ja. Okay. Schön feste, genau. So, Bauch fest anspannen. Jetzt drückst du das Becken ein bisschen in den Ball rein. So, als ob du wirklich den Toni wegschubsen wolltest. Okay, achte, jetzt kommt mal das rechte Knie hoch. Halte mal. Und jetzt achte nochmal auf das Gefühl vom Becken. Kannst du noch mit dem Becken quasi deinen Gegner nach hinten wegdrücken. Und die Arme drücken noch weiter. Und lässt das rechte Bein sinken und dann wechseln wir genauso auf das linke Bein. Das Ziel ist quasi wirklich, den Oberkörper ruhig zu lassen und bei der Bewegung so wenig wie möglich die Oberschenkelmuskulatur zu spüren. Da kannst du gerne das mal so im Wechsel machen, mal rechts hoch und wieder sinken lassen. Das kann man gerne mit der Ausatmung, das Bein heben. Den Gegner hinter dir noch mal ein bisschen fester wegdrücken. Einatmen, quasi ein bisschen Druck wegnehmen, aber auch nicht zu wenig. Man weiß ja gefasst drauf. Super. Sehr schön. Und dann machen wir das nochmal und dann halten wir mal das rechte Bein und das linke Bein oben. Jetzt kann es sein, dass es wackelt. So, bei den Füßen gibt es verschiedene Positionen. Du kannst die Füße locker lassen, Fußspitze nach vorne, du kannst aber auch die Füße flexen. Das überlasse ich dir. Wichtig ist, dass die Schienbeine nicht krampfen. Apropos Schienbeine, hast du da Probleme gehabt? Mit den Schienbeinen? Ja. Tatsächlich nie. Super. Aber ich habe es auch selten mitbekommen, dass ein Fußballer mit den Schienbeinen Probleme hat. Okay. Das ist auch gut. Weil ich denke, weil ihr lauft ja viel und dass er manchmal so Schienbeine hat, immer ganz gerne ein bisschen immer in Mitleidenschaft. Da gibt es eher andere Baustellen. Das sind dann eher dann doch die Knöchel oder die Knie. Da habe ich ja Bilder gesehen. Ich habe dir mal geguckt, so von den Abwehrspielen. Ich kontrolliere einfach jetzt mal die Bewegung, ne, in Anführungszeichen statisch, und ich erzähle einfach, lenk dich ein bisschen ab, gefühlt. Und wir stellen die Füße nach und nach ab. Da gab es ja ein paar Fotos, da habe ich auch gedacht, so wow, da wird der richtig in die Knöchel reingetreten. Meine Güte. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Na dann. Ein Trainer von mir hat immer gesagt, wenn du Schmerzen hast, dann weißt du, dass du lebst. Oh, verstehe. Oder dass dein Gegner dich liebt, wahrscheinlich auch nicht schlecht. Alles klar. Okay, dann probieren wir es nochmal. Ah, okay, probieren wir mit deinem Einatmen die Bauchnabel nach innen zu ziehen. Die Arme drücken in den Boden. Beim Ausatmen holen wir nochmal die Beine so Stück für Stück hoch. Super. Sehr schön. Und jetzt ganz entspannt mal das linke Bein von dir wegstrecken und dann ziehst du mal das rechte Bein ran. Super. Wechsel gerne mal. Ist quasi wie Fahrradfahren, aber nicht ganz so, dass wir rund sind, sondern dass wir so eher so eine Diagonale strecken. Das Schöne ist, man muss wirklich sich ausbalancieren. Hab immer den Gegner hinter dir, ne? Den drückst du dir weg. So gut es geht, die Kraft aus dem Bauch holen. Super. Vor allem bei deinen langen Beinen ist das ja echt eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Es ist ja so, als ob man bei mir nochmal was dranlegen hängen würde. Aber da sieht man auch, dass das dann machbar ist, dass das wirklich nur ein Trainingssache ist. Das stimmt, das finde ich auch klasse. Super, klasse. Ja, die Koordination, denke ich mal, die ist auch wichtig, dass man die hat. Ja, die wird auch gut und gerne trainiert. Wie macht man das bei euch im Fußball? Ja, meistens haben wir dann so wirklich Laufübungen mit so kleinen Stangen. Haben wir dann aufgestellt, wo jeder mal eine Übung vormachen muss, jeder muss sie nachmachen. Okay. Ja, das ist sehr wichtig. Beide Beine mal anziehen, dann hast du nochmal die Möglichkeit, in Ruhe das zu erzählen. Füße nach und nach abstellen. Becken ruhig hoch, Po rausnehmen und locker lassen. Hol ruhig die Beine mal zum Bauch, dann hast du mal die Möglichkeit, jetzt zu verschnaufen. Das heißt, ihr habt dann auch so dieses Stangentraining gemacht. Genau, so genau. Hütchentraining, drum genau. Herumlaufen. Da wurden Stangen sogar auf Hütchen gelegt.
damit es so ein bisschen komplizierter ist. Der Trainer hat da meistens versucht, auch noch so ein bisschen zu spielen. Das eine Mal ein bisschen höher legen, das Hütchen. Okay. Die Übungen wurden von Mal zu Mal komplizierter und das Ganze wurde dann auch noch so ein bisschen in die Mannschaftskasse gespielt. Das heißt, wenn einer eine Stange runterschmeißt, muss er Geld in die Mannschaftskasse zahlen. Oh, wie cool. War natürlich auch immer ein bisschen Spaß dabei und was für die Mannschaftskasse war auch was dabei meistens. Ich verstehe, das der nächste Ausflug wurde gesichert sozusagen. Dann. So ungefähr, ja. Hat aber auch die Konzentration gefördert, also wollte keiner zahlen und deswegen war auch die Konzentration immer hoch. Das ist eine gute Konzentrationsübung. Ja. Verstehe. Wenn es an den Geldbeutel geht, dann konzentriert man sich mehr. Leg mal die Hände hier auf die Knie und jetzt lässt du mal die Beine so ein bisschen schwer nach vorne sinken, genau. Häng dich quasi in so eine kleine Hängematte rein und dann kannst du so ein bisschen mal vor und zurück schaukeln. Ja, das stimmt natürlich dann. Aber da würden mir auch noch andere Übungen einfallen für die Mannschaftskasse. Da gab's genug. Glaube ich. So. Oh, wir rollen das mal kurz richtig schön auf. Super. Was macht der Rücken? Alles okay? Alles gut. Du kannst ruhig den Kopf auch mal so ein bisschen neigen. Manchmal hilft es auch, den Kopf ein bisschen zu drehen. Und dann merkt man auch manchmal, dass da nochmal so ein Knacksen kommt aus der Halswirbelsäule. Das hängt oft mit den Hüften auch zusammen, dass man da so ein bisschen wieder lockerer wird. Sehr schön. Ah, super. Dann würde ich sagen, dann machen wir was für die Mannschaftskasse. Rechts, links, komm mal kurz in den Vierfüßlerstand zurück. Oh Gott. Nicht schwer, nein, alles gut. Also wir fangen mit 5 Euro an. Ich habe kein Geldbeutel dabei. Das macht nichts, wir nehmen auch einen Schuldschein. Okay. Deine rechte Hand bleibt die rechte Hand und die linke Hand bleibt die linke. Also das ist eigentlich fast gleich, ne? Schulterbreit geöffnet bleiben, die Fußspitzen kannst du hinten aufstellen. Du nimmst mal die rechte Hand an deine linke Schulter. So. Hey, lass dich ruhig mal ein bisschen reinhängen. Und jetzt drückst du mal die linke Hand so ein bisschen raus. Sehr gut. Und dann drehen wir uns mal nach rechts auf. Du drehst dich zu deiner rechten Schulter auf und wieder zurück bis zur Mitte. Bis der Ellenbogen so senkrecht nach unten zeigt, dann hat man eigentlich so den Rahmen gefunden. Wiederholen wir ruhig noch 4 Mal. Richtig schön. Atme aus am besten hier. Und ein. Drück mit der Hand feste in die Matte. Mit der Gegenhand. Dann merkt man auch, wie der Schulterblatt sich so richtig schön bewegt. Und nochmal. Genau. Das ist auch eine schöne Übung für den Schultergürtel. Rumpfmuskulatur. Und der letzte. Einer geht noch. Ausatmen. Einatmen, super. Dann lassen wir gerne die Hand unten. Wechseln direkt auf die andere Seite. Linke Hand auf die rechte Schulter. Lass dich ruhig mal so ein bisschen reinhängen, dass man den Unterschied mal spürt. Drückt nochmal ganz fest die Finger gegen die Handfläche gegen die Matte. Den kleinen Finger ein bisschen mehr, wenn du möchtest. Genau. Wenn du ausatmest, dreh den Oberkörper mal nach links. Und zurück ein. Genau, das merkst du auch, die Brustwirbelsäule, die hat etwas geringeren Radius. Ist aber normal. Atme aus. Wir probieren richtig den Bauchnabel da einzuziehen. Das Fordern nur so viel, wie es geht. Also nicht zu überfordern, sondern wirklich Kraft aufwenden, so viel, wie es nötig ist. Noch einen zur Sicherheit. Super. Und wir lösen die Hand ab. Kurze Pause. So, jetzt kommt die Mannschaftskasse. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann ich zahlen muss. Das waren jetzt erst die Centbeträge. Das kommt noch. Keine Sorge. Tief ein, tief ausatmen, dann kommen wir mal locker zurück. So, wir steigen mal ganz leicht mit den Knien hoch, strecken die Beine. Super. Okay, jetzt bringst du dein linkes Bein mal zum rechten Bein so ein bisschen ran. Und dann kannst du das rechte Bein über das linke Bein kreuzen. Sehr schön. Und dann lässt du mal das Becken auf die rechte Seite so ein bisschen kippen. Und kommst in die Mitte zurück. Genau, so twistest du so ein bisschen mal rein. Und zurück. Ah, das ist auch eine schöne Übung, die ist klasse.
was Schönes für die Mannschaftskasse. Aber wir fangen jetzt etwas bei den 10-Cent-Beträgen hier an. Ne? Wir gehen so langsam gehen auf die Euros hoch. Nochmal. Und wir halten. Stellen die Füße wieder gerade. Gerne mal kurze Pause. Gerne auf die Knie gehen. Auch mal die Handgelenke ein bisschen lockern zwischendrin. Man merkt schon, dass man gut arbeitet und dass es richtig warm wird, ne? Absolut, absolut. Ich merke nur, dass die Matte ein bisschen zu klein ist für mich. Aber wenn es dich tröstet, für mich ist sie manchmal auch zu klein. Ansonsten legst du die Füße auf. Das sollte nur eine Entschuldigung sein für die Zuschauer zu Hause, dass das Ganze, wenn die sich wundern, dass es so koordinativ die Matte, aussieht. Die Matte ist es. Sehr schön. Muss immer nach Ausreden suchen. Das ist wunderbar. Stimmt, die Zuschauer sind so draußen, vielleicht den Boden und den Teppich und die Füße ausstellen, Knie langsam heben, strecken die Beine mal langsam aus. Sehr schön. So, jetzt stelle ich meinen rechten Fuß ein bisschen mehr zum linken und dann kreuze ich mein linkes Bein so über das rechte. Genau, und jetzt habe ich so ein bisschen die Möglichkeit, das Becken mal sinken zu lassen und wieder langsam zurück zur Mitte. Super, atme gerne aus. So spürt man nämlich schön, wie man die Taille richtig einsetzt. Ausatmen, super. Denk dran, nur so viel Kraft, wie es nötig ist. Wir brauchen keinen Bodenkontakt. Es könnte noch was kommen, ne? Also die Mannschaftskasse, ne? Das lässt mich nicht mehr in Ruhe. Alles gut. Letztes Mal. Das weckt alte Gefühle. Ich finde, es ist gut. Diese Angst. Es ist ein Überlebensreiz. Es ist gut, dass man den erhält. Ne? Also wichtig ist, dass man immer so einen sportlichen Ehrgeiz beibehält. Weil das hält jung. Ja, und den Geldbeutel leer. Was glaubst du, was euer Trainer vielleicht auch gedacht hat? So, der hat sich die Übung ausgesucht, die er am besten kann und natürlich dann auch mit euch mitzuhalten. Das ist ja das Ding, wir durften die Übungen selber vorgeben. Ach so. Er hat sie gar nicht vorgegeben, sondern wir haben uns dann quasi noch ins eigene Bein geschossen. Also bei meinem Schwimmlehrer war es nämlich so gewesen, der hat dann immer gemeint, okay, ich zeige euch, wie das geht, und zwar Delfinschwimmen. Und er hat dann nicht gespritzt und wir haben gedacht, okay, alles klar, Ziel ist das. Ne? Und dann wusstest du ganz genau, er hat es vorgemacht, wahrscheinlich... Und wir haben es probiert, irgendwie hinterher zu schwimmen. Wir haben es probiert. Frag nicht, wie viele Holzfäller unter uns waren. Okay. Die gab es bei uns auch, die Holzfäller. Ich war einer davon. Okay, so. Das war auch mal sein Spruch, so, schlag nicht das Wasser. Okay. So, wir lassen die Finger wieder geschlossen, nochmal die Knie dazu. Strecken uns nochmal schön langsam raus, kennen wir ja schon. So, rechtes Bein nochmal nach links. Linkes Bein kreuzen wir nochmal nach rechts. Und das haben wir ja schon so schön geübt mit dem Becken. So. Senken wir mal ab. Und jetzt schubst du ein bisschen nach oben den Po. Wie so ein Dreieck. Genau. Und wieder tiefer. So, jetzt probieren wir mal die linke Hand an die rechte Schulter zu bringen. Die linke Hand an die rechte? Jawohl. Und dann die linke Hand an die linke Schulter. Nach oben. Ich mach's, glaube ich, gerade spiegelverkehrt. Deswegen. Das macht nichts. Alles gut. Egal. Und jetzt langsam schiebe ich mich nach hinten, so als ob ich zu meinem Fuß greifen wollte. Nur so tun, als ob. Oh Gott. Alles gut. Ich sage ja nur so tun, als ob. Es langt auch, wenn man auf den Boden geht und dann schubst man den Po nochmal hoch. Noch einmal. Ausatmen. So, die Spendenkasse ist gefüllt. Wir gehen langsam zurück und entspannen mal kurz. Lieber gemein, die Übung mit 120 Kilo. Gell, das ist gemein. Stimmt, das nächste Mal packe ich mir einen kleinen Rucksack auf. Dann ist wenigstens Gleichstand. Aber dafür hast du einen Vorteil. Ich meine, das ist, wie gesagt, nicht nur Nachteile. Ne? Welchen Vorteil habe ich bei dieser Übung? Das sage ich nachher. Raumfüllend. Probieren wir mal die andere Seite. Schöner. Aber das ist auch schon eine fortgeschrittene Übung. Also das ist wirklich, sag ich mal, da ich ja weiß, dass du ein Profi bist, kann man auch so eine Profi-Übung machen. Also von daher, ne? Ex-Profi.
Profi. Du bist ein sportlicher Mensch, du bist immer noch für mich dann ein anderer Punkt. So, Knie hoch. Also nicht von klar, vom Spielerischen bist du halt im Ex, in Anführungszeichen, bist du schon im Ruhestand vom Fußball, aber trotzdem sportlerisch gesehen. Super. So, jetzt nehmen wir das rechte Bein. Nach links, linkes Bein über rechts. So, nochmal das Becken ein bisschen twisten. Und dann schubst du dich richtig schön nach oben mit dem Po, als ob dich jemand am Hosenbund ziehen würde. Dann kommst du nochmal in den Stütz zurück. Ja, sehr gut. Und der Trick ist wirklich hier, dass dein Ellenbogen nicht nach hinten zeigt, sondern er zeigt quasi zum Körper. Und je mehr dein Ellenbogen sich dreht, desto besser stabilisiert es sich hier. Und je besser kann man sich dann auch hier stützen. Hand, Schulter, Arm nach oben. So wie schon lang. Und ich tue so, als ob ich in die Richtung zum Fuß greifen wollte. Ich greife eigentlich so dazwischen. Und das machen wir nochmal. Langziehen. Und wieder greifen. Einen schaffen wir noch. Ausatmen. Ein. Und wir setzen die Hand ab. Kommen vorsichtig zurück. Ach, wie viel haben wir jetzt in der Mannschaftskasse? Ich habe nicht gezählt, aber es langt vielleicht für einen Kaffee. So ein kleiner Kaffee. Die war gemein, die Übung. Die war gemein. Das muss ich zugeben, wir haben sie nicht geübt. Aber ich weiß, dass es sie kann. Und wenn ihr sehen würdet, wie er entsprechend auf dem Pilatesgerät hüpft, das ist der Hammer. Spitze. Und zurück. So, jetzt kommen wir langsam in die Bauchlage. Und dann nehmen wir uns nochmal den Ball. So, lauf nochmal zurück mit den Knien. Ich lasse die Hände auf den Ball drauf. Und zwar machen wir es ganz gemütlich. Das heißt, du drehst mal die Zehenspitzen nach innen und die Fersen nach außen. So, die Zehen zeigen zueinander. So, und das Ziel ist eigentlich, dass der untere Rücken sich streckt. Und dass wir wirklich spüren, dass der untere Rücken sich lang macht. Genau. Du ziehst den Bauchnabel so ein bisschen rein. Als ob da so ein kleines Luftkissen wäre. Genau, lass ruhig die großen Zehen beieinander. Und wenn du ausatmest, schiebst du mal so die Schulterblätter Richtung Hosentasche, drückst die Hände gegen den Ball und hebst den Oberkörper so ein bisschen an. Genau, wichtig ist, dass der Rücken sich dabei nicht zu stark krümmt, dass du da einen Druck bekommst. Genau, Kopf ist neutral, wie man so schön sagt, leicht nach vorne. Und dann lasse ich mich wieder in die Länge ziehen. Genau, ruhig die Fußspitzen nach innen gerichtet lassen. Ist ein bisschen angenehmer fürs Becken auch. Atme nochmal tief ein, zieh dich lang. So, als ob du durch das Wasser tauchen würdest. Ausatmen, Schultern ziehen zurück. Der Oberkörper hebt so ein bisschen. Ich drücke ein bisschen in den Ball, genau. Und dann lasse ich mich einatmen, wenn nach oben kommt. Die ist doch schön, die Übung, oder? Die ist gut. Die ist gut, ne? Also dann... hole ich jetzt wieder ein bisschen Pluspunkte. Ich gebe zu, die vorige Übung war schon ein bisschen Hammer, ja, war schon Profi, aber sie tut gut. Atmen aus, wie gesagt, der sportliche Ehrgeiz ist geweckt. Rollen wir uns gerne auf nochmal. Und merkst du die Rückenmuskeln da schön? Super. Und dann kannst du so ein bisschen ganz leicht noch ein bisschen hochkommen. Jawohl. Bauchnabel bleibt ruhig unten. Und wichtig ist, dass es Becken unten bleibt. Ne? Schön Bauchnabel nach innen gezogen lassen, Rückenmuskel spüren und langsam jetzt strecken. Sehr gut. So, jetzt halten wir mal. Jetzt nehme ich mal meine rechte Hand auf den Ball, linke Hand runter und die Beine ruhig parallel öffnen. Atme mal aus und dann drückst du die rechte Hand feste in den Ball und das linke Bein in den Boden. So, da probieren wir das mal. Jetzt heben wir mal ganz gemütlich links an und das rechte Bein hoch. Genau, so schön liegen gleich. Und dann langsam sinken lassen. Dann probieren wir das ein paar Mal nochmal. Ruhig hoch und tief. Und wir ziehen uns lang über den linken Arm raus und mit dem rechten Bein. Immer so schön hoch, hoch, hoch. Genau. Und probieren den Oberschenkel zu heben. Den rechten Oberschenkel hoch. Super. Genau. Klasse. Du merkst du auch, der drückt richtig der rechte Arm fest ran. Sehr gut. Schaffen wir noch einen, ne? Ja. Super.
Einmal geht's noch hoch. Und lösen. Wechseln wir mal die andere Seite. Linke Hand. Erstmal nur mal spüren, wie sich das anfühlt, wenn du Druck gibst. Mit der Hand in den Ball. Auch da ist ein Fußball richtig klasse, weil da kann man die wunderbar einsetzen. Wenn man noch etwas, als Trainer würde ich zum Beispiel noch den Spielern unter dem anderen Bein noch einen Fußball geben. Das ist dann die Mannschaftskasse noch ein bisschen belebt. Ich glaube, da würde ich richtig Kohle machen bei euch hier. Ja. Und Feinde. Feinde, naja. Und Freunde. Okay, atmen aus. Drücken die linke Hand und das rechte Bein an. Und dann ziehen wir langsam mal hoch, rechts. Und ausatmen tief. Also ein kleiner Sadist ist halt in jedem Trainer drin. Ne? Und mehr hoch. Oh no. Im Endeffekt ist es ja was Positives. Weil gell, eigentlich schon. Ne? Ja, absolut. Wir sehen ja eure Reserve, wir sehen ja auch, dass eben noch Potenzial in euch drin ist. Wir wollen ja auch das bisschen rauskitzeln. Ich weiß, der Mensch ist so ein bisschen manchmal, ich will nicht sagen, faul, aber so ein bisschen bequem. Denkt sich, ah, wer weiß, die muss ich noch ein bisschen aufheben, die Reserven. Vielleicht brauche ich die nochmal. Aber ist doch schön, wenn man sieht vom Kopf her, es geht noch was. Ah, der letzte. Noch einmal schön hoch. Super, ausatmen tief. So, jetzt winkeln wir die Beine mal an. So, das war der Schwimmer quasi ein bisschen für die Anfängervariante für mich. So, jetzt legen wir den mal zwischen die Fußgelenke hier ein. Die Hände können unter die Stirn kommen. Lass mal locker. Und jetzt drückst du mir mal den Ball mit den Fußgelenken zusammen. Wenn es unangenehm wird im Becken oder im Rücken, die Fußzehen ein bisschen nach innen drehen, so ganz leicht nur. Merkst du, da hast du noch mal ein bisschen Entspannung. Probierst du mal dein Becken anzudrücken, Bauchnabel einziehen. Jetzt kommt so das Schwerste, die Oberschenkel vom Boden zu lösen. Super. Also da muss man so eine Balance finden zwischen, wie viel Druck gebe ich mit den Füßen in den Ball? Keinen Druck in die Bandscheiben, wirklich so das Becken eher nach unten drücken wollen. Genau das Gegenteil machen. So, als ob der Rumpf in den Boden drückt. Jetzt wippt man so ganz leicht dreimal nach oben. 3, 2, 1 und ein bisschen sinken lassen, knapp über den Boden. 3, 2, 1 und wieder sinken lassen und wieder hoch. 3, 2, 1 und nochmal. 3, 2, 1 und das darf man richtig schön in den Oberschenkel und Rückseiten spüren. Po. Ja, sehr gut. Letzte Runde. Nochmal schön hoch. 3, 2, 1 und jetzt lassen wir die Beine sich strecken. Legen mal die Füße auf den Ball drauf. So dass der Fuß spannend drauf ist oder Fußgelenk, was möglich ist bei deinem Fußbereich. Schultern zurückziehen. Und wir probieren uns nochmal lang zu machen. Richtig lang, ganz lang, ganz lang. Beim Einatmen, Bauchnabel rein. Ausatmen, hebst du mal den Oberkörper an. Lass ruhig mal die Arme so seitlich. Wie so ein U. Probier mal so die Arme zu öffnen ein bisschen. Dreh mal die Daumen nach oben. Genau, spür nochmal den Oberkörper. Und die Beine noch länger. Den Oberkörper richtig hoch, 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 hoch. Sehr gut. Und ein bisschen tief. Jetzt heben wir nochmal gefühlt den Oberkörper ein bisschen mehr an. Und wir drücken mit den Beinen den Ball so richtig schön fest an. Sehr schön. Und noch mal 2. Sehr gut. Der letzte. Jetzt haben wir die Hände Platz, unter die Schultern zu kommen. Und wir drücken uns mit Eleganz nach hinten. Fersensitz. Nehmt ruhig den Ball weg zur Seite. Schieb ihn gerne dahin, wo er nicht stört. Zieh den Bauchnabel gerne nochmal ein.
Komm in den Vierfüßerstand nochmal ganz sanft zurück. Super. Sehr schön. Halt mir nochmal die Finger. Wir haben es schon geübt mit dem Vierfüßerstand. Aus den Schultern rausdrücken. Die Knie so ganz leicht ein bisschen heben und den Po nach hinten hoch. Wie so ein Dreieck bilden wir jetzt mal. Genau, die Fersen so Richtung Boden bringen. Da kann man den Kopf ein bisschen wackeln lassen. Und wir laufen mit den Händen nochmal ganz langsam Richtung Füße. So, es ist Aufrollen, schön mit Genuss. Lass dir Zeit. So, jetzt laufen wir mal zum Mattenanfang. Gehen wir nochmal einen Schritt nach vorne. Jetzt kommt ein eleganter Kniestand. Ist egal, welches Bein. Nimm das rechte Bein nach unten. Dann setzen wir uns auf den Po. Und von da aus rollen wir uns ganz langsam auf den Rücken. Lass uns ganz gemütlich in die Rückenlage nochmal sinken. Schön. Und jetzt kommt eigentlich das, was die meisten beim Pilates kennen. Das Liegen, die Arme sind bei der Seite. Die Beine sind so richtig schön entspannt. So, wie nach dem Spiel, weißt du, wenn du so richtig schön platt bist und du liegst noch mal kurz auf dem Rasen und denkst so, oh. So fühle ich mich gerade, ja. Also dieses Gefühl gerne noch mal ein bisschen genießen. So die Glückshormone noch mal ein bisschen spielen lassen. Aber es fühlt sich wie ein Sieg an. Das ist gut. Das ist eigentlich genau das, was auch das Gefühl geben soll. Dieses gute, ich hab's geschafft. So mal das Atmen spüren, nochmal tief ein, tief aus und auch mal die Konzentration nochmal an gewisse Punkte vielleicht legen, wo man vorher gemerkt hat, oh, da zieht es ein bisschen. Wie fühlt sich das jetzt an? Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, ich wollte nur nachfragen. Ich höre dich nämlich nicht mehr atmen. Da habe ich gedacht so, hups, vielleicht schwebst du mir schon. Ich genieße es. Ja, es ist gut. Gerne mit den Fußgelenken ein bisschen bewegen, Handgelenke, Fingergelenke. Und wenn du magst, auch mal so ein bisschen regeln. Regeln, strecken. Sich so ein bisschen rausziehen. Schön ist, die Beine erstmal anstellen und die Beine so sanft an den Bauch ranholen. Vor allem nach dem Strecken musst du gucken, manche mögen das nicht so direkt, dass die Beine angezogen werden. Vielleicht die Beine ein bisschen andrücken. Vielleicht auch mal die Fußspitzen ein bisschen anziehen. Dann den Kopf so ganz leicht mal anheben. Kugelst dich gerne mal vor, rück. So Nacken- und Kopfbereich auslassen. Super. Dann gerne hoch bis in den Sitz kommen. Atmen wir aus. Sehr schön. Und wir haben eigentlich, unsere Zeit ist geflogen. Also die Stunde ist absolut, stimmt, absolut, ja, schnell. Ja. No? Das hast du auch gemerkt, als wir trainiert haben. Ja, absolut. Weißt du, wie lange wir trainiert hatten? Also ist egal. Ich glaube, beim ersten Mal waren es wirklich zweieinhalb Stunden. Und die sind geflogen. Ah ja, das stimmt. Die sind wirklich geflogen. Die Aber es hat auch Spaß gemacht. Und das ist ja das Schöne daran, ja? Eine neue Erfahrung zu machen und auch seinen Körper ein bisschen zu hören und dann sich zu konzentrieren und dann vergeht die Zeit. Ich hoffe, du nimmst das Training mit für dich. Absolut. In dein jetzt Ex-Profi-Leben. Ich hätte mir gewünscht, das vorher sogar schon während meiner Fußballerzeit so ein bisschen mehr gemacht zu haben, weil ich jetzt die ganzen Vorteile von Pilates sehe. Auch so ein bisschen auf seinen Körper zu hören, die Konzentration. Aber das heißt ja nicht, dass ich es jetzt nach dem Fußball nicht auch noch machen kann. Sagen, man muss auch nicht nur eine ganze Stunde machen, man kann auch mal 20 Minuten so ein bisschen einbauen und so ein paar
Punkte auch vielleicht mal ein bisschen trainieren. Also was schön ist, wenn du Disbalancen hast, zum Beispiel, du merkst, okay, ich habe was in der Schulter, im Knie oder im Oberschenkel oder ich habe immer Fußschmerzen, dann kann man super gut entsprechend auch so ein bisschen die Körperbalance ein bisschen damit ausrichten. Und ich finde es klasse, dass du so offen dafür warst und vor allem den Effekt gespürt hast. Und mir hat es riesig Freude gemacht, mit dir zu trainieren. Und ich würde mich freuen, das gerne auch mal irgendwann wieder zu wiederholen. Von mir aus jederzeit. Ich war anfangs, muss ich zugeben, etwas erschrocken, dass ich Pilates bekomme. Aber du hast ja auch schon gemerkt, dass ich da ein bisschen offen bin dafür, was Neues zu lernen. Und es hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch für die Stunden, die Zeit, die du genommen hast. Und ja, Pilates werde ich auf jeden Fall mit einbauen. Sehr gut. Vielen Dank auf jeden Fall. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Und dickes Dankeschön an dich, Benjamin. Sehr gerne. Super. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Ist noch weg?